Das sind deine echten Nägel, ne? Ja. Wow. Bin ich auch ein bisschen stolz, sie. Geil, ja. Ich habe früher in der Schule immer die Tische angemalt. Kennt ihr noch dieses Video, Serkan is my girl? Das habe ich auf jeden Tisch so geschrieben und irgendwann hatten alle immer nur von Serkan is my girl. Vandalismus, ne? Ja. Vandalismus, ey. Cool, richtig nice. Ja, sieht voll nice schön aus. Wieder lebendig. Hallo, ich bin fertig gestylt. Wir sind hier am Set von Molly Moon, dem Videodreh von meinem neuen Song. Und ich werde jetzt gleich mein Outfit anziehen und ich finde es richtig nice. Ich habe Extensions bekommen und es fühlt sich richtig krass an, weil ich so machen kann. Als erstes werde ich dieses Outfit anziehen. Und dann geht's schon los. Geil. Ja. Gut. Tschüss. Tschüss. Ich finde es eigentlich ganz geil. Ja. Ich finde den bei dem Molly Moon eigentlich auch ganz cool. In den ruhigen Farben geht. Ja. Mandeltofu. Hoppala. Huch. Irgendwie ganz crazy Gerichte. Hier rotes Curry mit Reisflocken-Manteltofu. Geschmorte Shiitake-Pilze-Tofu, veganes Hühnerfleisch. Da bin ich dabei. Oh, Fur ist natürlich auch geil, aber da sehe ich mich schon wieder eher nicht. Und wir haben von Fubu halt auch noch dieses hier. Das finde ich auch richtig geil. Mit so einer hellblauen Jacke. Und dann haben wir noch so ein. Diese Jacke, da sehe ich ein bisschen aus wie ein Dinosaurier. Aber wir machen das trotzdem, weil wir wollen Fashion Statements setzen. Die langen Haare, da kannst du auch richtig arrogant mit aussehen. Ja, soll ich mal einen Bitchblick machen? Ja, mach mal. Soll ich mal in die Kamera einen Bitchblick machen? Sieht aus, als müsstest du nie. Wir würden weitermachen. Ja. Legen wir los. Okay, let's go. Das wäre der Ort. Oh Mann, dafür leer machen. Press fast forward, ihr seid mir alle zu langsam. Flow smooth, fühlt sich so wie Sand an. Trip old school, aber trotzdem relevant. So, wir sind jetzt fertig mit dem ersten Outfit und jetzt kommt das zweite. Bin immer noch ein bisschen verschnuppert. So, wir ändern auch kurz Make-up und Haare. Das zweite Outfit wird ein blauer Adidas Tracksuit. Ja. Hey! Hey. Handstand kann ich auch. Hey, wow, das ist echt beeindruckend, Nina. Switch von Englisch zu Deutsch, nehme ich Dolmetscher. Industrie macht Auge, aber no pressure. Ich will alles von allem, ich bin und bleibe Go-Getter. Das war jetzt das vorletzte Outfit, gleich kommen wir zum letzten Outfit. Die Location ist richtig nice. Da hinten ist auch ein Boot, das heißt Müritz. Früher hatten meine Eltern ein Bootshaus an der Müritz. Das heißt, ich habe da jeden Sommer drin gechillt, deswegen fühle ich eine nahe Connection. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen entspannten Dreh. Aber trotzdem merke ich auch immer wieder, dass es gut ist, dass ich keine Schauspielerin mehr bin, weil es ist schon anstrengend, wenn man alles immer so wiederholen muss und so die ganze Zeit. Also ich bin voll dankbar, dass ich es machen darf, aber es ist schon anstrengend. Ja. Nina hat unglaublich kleine Kleiderschrank. Ich habe keinen Kleiderschrank. Es ist einfach nur eine so eine kleine Ikea-Stange, wirklich eine, und darunter nur so drei Kisten. Das ist alles, was sie besitzt. Und das habe ich nicht geglaubt. Aber du bestellst doch auch Klamotten. Ich? Ja. Ja. Ja, wo gehen die denn hin in so einen kleinen Kleiderschrank, so eine kleine Kleiderecke, die du hast? Ja, die gehen da hin einfach. Die wandern da so rein. Und dann, weiß ich nicht, dann mache ich irgendwann einen Flohmarkt. Ich stelle auch regelmäßig Sachen raus. Im Prenzlauer Berg macht man das ja so. Ja, so eine Kiste auch. Mit deinem Schrott rausstellst. Ja. Zu verschenken draufstellst. Und dann wird das weggegrabbelt. Die Prenzlauer Muttis sind da doch ganz hin. Ja, und ich treffe ihren Sweet Spot. Zeit steht still, sagt die G-Shock. Mach's wie Molly Moon, ja, ich habe den Cheat-Code. So, Leute. Ich kann meine Hand nicht bewegen. Also wir sind endlich fertig. Was heißt endlich? Aber wir haben jetzt, glaube ich, seit, wann haben wir gedreht? Seit 12? Jetzt ist, glaube ich, 7 oder 8. Ging nicht so lange wie andere Drehs. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir waren ein richtig cooles Team. Ich bin froh, diese Jacke jetzt ausziehen zu dürfen, weil ich kann mich da drin nicht bewegen. Der Song kommt am 29. Oktober raus. Also streamt den alle und guckt euch das Musikvideo an. Ja. Ciao! Nach Hause. Und ich darf die Jacke behalten. Und das blaue Oberteil durfte ich auch behalten. Ich werde jetzt in die Badewanne gehen.